Genau, wir fangen tatsächlich mal an umzubauen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Jeremy, für diesen Überblick über die Google G Suite. Und jetzt ist es natürlich so, dass Jeremy uns viel erzählen kann. Der ist jetzt aus Dublin hergekommen, erzählt uns, wie toll das alles ist. Jetzt habt ihr hier aber die Möglichkeit, mit unserem nächsten Speaker, mit dem Tobias, einfach mal zu hören, wie ist es denn in der Praxis eigentlich? Wie kommt man dazu, sich zu überlegen, in der Firma eben diesen Weg dieser Google G Suite zu gehen? Und darüber hinaus denke ich auch, dass sowohl Jeremy als auch Tobias natürlich auch für Fragen, also werden nach dem Talk vom Tobi auch eine kleine Pause machen. Das heißt, ihr habt da natürlich auch die Möglichkeit, diese Fragen zu klären und zum anderen auch das, was wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr gemacht haben, diese Hands-on-Demo vielleicht auch mal in die Dienste reinzugucken. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen mit verschiedenen Leuten von uns, die hier mit irgendwo mit Google auf dem Shirt rumlaufen und da einfach auch mal über die Schulter zu schauen, wie das dann in der Nutzung ausschaut mit so einer Google G Suite. Nun sind wir aber gespannt auf den Tobi, der den Weg über den Rhein und den Main begangen hat und aus Mainz kommt und seit einigen Jahren die Google G Suite nutzt und das Ganze auch in Partnerschaft mit uns. Genau. Insofern freuen wir uns gleich doppelt, dass du heute hier bist und so einen schönen Einblick gibst darin, wie ihr die Vorteile und die Stärken der G Suite auch bei euch zum Tragen bringt. Ja, Tobias. Vielen Dank. Ich will euch mal so ein bisschen erzählen, wie wir als Agentur mit der G Suite arbeiten, wie unser Weg war über viele Wege und Versuche, bis wir dann in der G Suite gelandet sind. Zum einen gebe ich euch mal so einen kurzen Insight, was machen wir überhaupt, wie sind wir aufgestellt, was sind unsere Herausforderungen speziell und wo hilft uns dann die G Suite, sehen wir im Nachgang. Unser Weg zu Google, wir haben da so das eine oder andere auch historisch durch meinen Ausbildungsweg etc. ausprobiert, bis wir dort gelandet sind. Und dann habe ich mir gedacht, ich bringe einfach mal so ein bisschen unsere Highlights mit, wie wir damit arbeiten. Werde euch relativ viel erzählen. Das Zeigen ist dann gerade so im Google Docs Bereich so ein bisschen schwierig, weil wir doch viele Daten haben, die ich jetzt nicht unbedingt an die Wand werfen kann. Aber da habt ihr ja schon mal eben in den Videos auch gesehen, wie es dann aussehen kann. Und ich kann bestätigen, es ist sehr schön, damit zu arbeiten. Und zum Schluss habe ich nochmal zwei Extensions, die nicht direkt selber von Google sind, sondern eben dann von Anbietern, die uns das Leben im Team enorm vereinfachen. Ja, wir sind ein Team aus 19 Entwicklern. Wir sind sehr stark eben auf das Thema Softwareentwicklung im E-Commerce spezialisiert. Wir haben zum einen den Baustein Strategie und Consulting, weil wir sagen, wenn wir Bestandsprojekte übernehmen oder neue Projekte machen, geht es ohne eine vorherige Beratung nicht und zerlegen oft auch erstmal den kompletten Prozess des Kunden, um ihn nach vorne zu bringen. Haben dann die klassischen Themen Softwareentwicklung, UX, Support und Betrieb. Das mal so zu uns, was wir machen. Bei diesen ganzen Prozessen haben wir immer wieder das Thema, dass wir als Unternehmen sehr stark gewachsen sind, haben die Hürde, die Entwickler kommen nicht unbedingt nur zu uns nach Mainz. Wir haben 2012 gegründet in Mainz mit damals 3 Leuten, sind gewachsen, sind auf 7 Mitarbeiter gewachsen, haben 2012 in Köln eine Agentur übernommen, sind damals auf 14 gewachsen, haben letztes Jahr beschlossen, wir gehen wirklich den kompletten Weg der agilen Kultur, hatten vorher schon Ansätze davon, aber einfach 2 Kulturen, die zusammengegangen sind und haben dort den gemeinsamen Weg eingeschlagen. Und dieses Jahr kam jetzt noch ein neues Büro in Bremen dazu und mittlerweile sind wir 19 Leute. Wie war so unser Weg durch die Dschungel der Möglichkeiten bis zur G Suite? Also wir haben angefangen 2012, ich komme ursprünglich aus dem Bereich Serveradministration, habe dort lange Jahre Netzwerktechnik gemacht, aber auch immer Softwareentwicklung und natürlich, wie ist es, wir haben erstmal einen eigenen Mailserver aufgesetzt, betrieben, IMAP war damals noch ausreichend für uns, wir waren ein 3-köpfiges Team, nur Techies, alles gut. Irgendwann kamen die ersten Mitarbeiter, wir haben dann doch gedacht, naja, so langsam mal Termine, Kontakte teilen, wäre doch ganz nett. Es wurde immer mehr, dann sind wir auf einen eigenen Exchange gegangen. Hosted Exchange war zu der Zeit noch für uns zumindest nicht so wirklich ein Anbieter zu sehen. 2 Jahre später hatte ich die Nase voll, ständig der Admin von dem Teil zu sein. Dann sind wir in die Exchange Cloud gegangen, weil war erstmal relativ simpel für uns, den Umstieg zu machen.
Und dann kam eben mit der Fusion, die andere Agentur hat auch so ein bisschen das Thema G Suite bei uns mit reingebracht. Wir hatten das Thema, wir hätten manuell unseren kompletten Exchange migrieren müssen, weil der Anbieter es nicht automatisiert konnte etc. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier den Cut, wir gehen komplett in die G Suite rein. Vorher haben wir natürlich auch klassisch Microsoft Word etc. benutzt und versucht darüber zu teilen und hatten dann immer die Klassiker. Einer hat angefangen, das Dokument zu erstellen, dann wurde es in irgendeinem Share abgelegt. Man hat dann zwar die Möglichkeiten der Zusammenarbeit genutzt, aber am Ende des Tages war es für uns nicht wirklich nutzbar. Ja, es ist 2020, wir sind immer noch bei Google und ziehen immer mehr von unseren Themen weiter rein in die Cloud. Unsere Herausforderung als Agentur und eben auch mit so einem verteilten Team ist zum einen die Zusammenarbeit an Dokumenten. Also wir haben eben einen Teil des Managements in Mainz sitzen, einen Teil in Köln. Unser Datenschutzbeauftragter sitzt in Köln. Wir haben jetzt noch die neuen Kollegen in Bremen und da gibt es natürlich immer wieder Themen, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Da hat uns die G Suite extrem viel geholfen. Gehe ich nachher noch ein bisschen im Detail drauf ein. Dann ist es auch das Thema, unsere Teams sitzen nicht nur fest an Standorten, sondern sie arbeiten auch standortübergreifend zusammen, da wir hier eben auch sehr stark in Scrum arbeiten, was erfordert, dass wir einen täglichen Austausch haben, dass die Entwickler auch untereinander mal Probleme besprechen müssen, nutzen wir hier Google Meet, um einfach jederzeit miteinander kommunizieren zu können. Das ganze Thema dann auch in der Kommunikation mit Kunden sind wir mittlerweile auch komplett auf Google Meet gegangen. Eins der schönsten Features zu Beginn des Jahres war für uns, dass es endlich deutsche Rufnummern gibt. Das war nämlich die Zeit davor für uns immer noch so ein Problem, wenn wir mit einem Kunden zu tun hatten, der nur per Telefon sich einwählen kann. Und dann ist natürlich auch das Thema Skalierung, Wartung, was alles mit reinläuft. Ich bin bei uns der einzige Sys-Admin. Ich habe mittlerweile Besseres zu tun als auch Geschäftsführer des Unternehmens, als mich irgendwie um Hardware zu kümmern etc. Und das ist für uns natürlich ideal, weil Google kümmert sich um alles. Dieser Remote-Ansatz, also Remote First, ist einfach bei uns durch das Wachstum mittlerweile gesetzt. Es ist noch nicht alles darauf immer unbedingt primär umgestellt. Wir sind auch da stetig am Optimieren. Aber auch da ist das Thema mit einer G Suite und wir haben eigentlich alle unsere Dienste mittlerweile in der Cloud auch bewusst etwas verteilt, nicht alles bei einem Anbieter. Zum einen, weil Google auch nicht alles kann. Wir nutzen halt viel auch Atlassian-Tools, aber versuchen da einfach das Thema auch so ein bisschen zu verteilen, um natürlich im Worst Case auch mal einen Totalausfall zu vermeiden. Das Team ist über komplett Deutschland verteilt. Wir sind selbst viel unterwegs beim Kunden oder dann eben auch am Reisen, haben Kunden, die in der Dachregion und auch international unterwegs sind, mit denen wir auch immer stärker versuchen, über die G Suite zusammenzuarbeiten. Und dann eben auch das Thema mobiles Arbeiten. Wir müssen jederzeit unsere Daten, egal wo wir sind, dabei haben. Ich fange mal an mit Google Meet. Das Schöne ist immer, selten sieht mein Bildschirm, wenn ich die Meet-Seite aufrufe, wirklich so aus. Meistens ist er vollgeknallt mit irgendwelchen Terminen. Für mich ist aber ein ganz großer Luxus, dass ich einfach morgens im Endeffekt mein Meet-Fenster aufmachen kann. Sehr einfach direkt, kriege auch Push-Notifications, wann ist mein nächstes Meeting, klingt mich ein, habe die Kollegen drin. Wenn ihr es erleben wollt, kann ich nur empfehlen, ich weiß nicht, wer nutzt schon alles auch die G Suite? Oder mal umgekehrt gefragt, wer nutzt sie noch gar nicht, hat noch nie damit zu tun gehabt? Dann empfehle ich auf jeden Fall mal nachher mit den Google-Jungs mehr zu sprechen. Es ist wirklich super simpel. Also wir haben viele Konzernkunden, die immer wieder mit diesen Klassikern der Videokommunikation und der verteilten Kommunikation auf uns zukommen. Und dann ist der Klassiker, das Meeting fängt 10 Minuten später an, weil erstmal wieder einer noch ein Client-Update installieren muss. Irgendwie passt dann doch wieder die aktuelle Version nicht. Dann fliegt mal irgendwo der Server weg etc. Google hat den Vorteil, ich brauche einen Browser, ich rufe die URL auf, gehe rein, wir bestätigen Kunden und wir können einfach loslegen. Genauso ist es mit der Telefonie. Der Kunde wählt sich einfach in den Chatraum ein. Das heißt, wir haben mittlerweile die komplette Kundenkommunikation tatsächlich vollständig auf Google Meet umgestellt. Es läuft super stabil, die Qualität überzeugt uns. Ab und zu haben wir so ein bisschen mal noch Hardware-Probleme, da sind auch wir noch am Experimentieren, wobei ich die Schuld nicht
Google in die Schuhe schiebe, sondern das ist dann oft so ein Thema der Kompatibilität mit Ton, Video unter Linux und macOS. Das ist manchmal etwas knifflig, aber da muss ich auch mit Paul mal sprechen zu der Hardware. Das steht nämlich bei uns auch noch auf der Wunschliste. Genau, so viel mal zu Google Meets. Ein ganz, ganz großes Werkzeug, was eben auch schon eben angesprochen wurde, ist so dieses ganze Thema Google Docs, Google Drive. Wir sind immer stärker dabei, eben auch wirklich diese Teamablage aufzubauen. Wir haben aktuell so ein bisschen noch altlastenmäßig in Mainz und in Köln jeweils so ein klassisches Synology-NAS stehen, wo dann halt noch Daten drauf liegen, verteilt sind. Ist auch alles brav gesichert und Co. Aber irgendwie ist das auf Dauer nicht so wirklich fancy und wir ziehen jetzt nach und nach neuere Dokumente, werden nur noch in Google erstellt, so die Altsachen werden ein bisschen aufgeräumt und das, was wir noch brauchen, wandert rüber. Das ist auch für uns immer ein riesen Pluspunkt, wirklich dieses Thema. Ich kann einfach ein Word-Dokument nehmen, schmeiß das in meinen Drive rein, mach's auf, kann es weiter bearbeiten und muss nichts konvertieren, machen oder tun. Genauso ist es, wenn wir eben gemeinsam an Themen arbeiten. Klassiker sind Verträge, Präsentationen, Workshop-Ergebnisse, Analyseergebnisse, die unsere Entwickler gemacht haben, haben den riesen Vorteil, einer legt es an, im Teamshare fängt an runterzuschreiben, die Kollegen können kommentieren, wir können zusammenarbeiten, wir können sogar Kunden draufschalten. Und gerade auch so im Planungsprozess hat man, also ist zumindest bei uns oft so das Thema, wir entwickeln den Online-Shop. Es gibt den ERP-Dienstleister und dann auch noch den Kunden. Und wenn die Unternehmen doch noch klassisch aufgestellt sind, dann kommt irgendwann der Tag, an dem die erste Word-Datei rumfliegt, die so diese schönen Versionsnummer-Tabellen oben drin hat. Die startet dann oft mit der Version 1.0. Und dann wird hoffentlich nach jedem Meeting wieder eine neue Datei rumgeschickt. Und in der Regel nach ein paar Wochen passiert es, dass jeder unterschiedliche Stände hat und es irgendwie desaströs enden kann. Google hilft einfach da, die Leute nicht zu schwer umgewöhnen zu müssen auf irgendwelche anderen Tools, sondern ich kann ihnen eine gewohnte Textverarbeitung zur Verfügung stellen, habe aber immer eine Quelle der Wahrheit. Zusätzlich haben wir jetzt noch UltraTocs und Draw.io zum Beispiel mit drin, um dann eben auch sowas wie Netzwerkdiagramme oder auch eben Infrastrukturpläne umzusetzen und mit Draw... jetzt habe ich gerade... Nee, nicht Draw.io, was ich vorher gesagt habe, UltraDocs. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Damit können wir sogar komplette Dokumenten- und Prozessautomatisierung abbilden. Sehr, sehr fancy. Zusätzlich haben wir auch wirklich angefangen, uns Gedanken zu machen. Wir sind ein sehr schnell wachsendes Team. Wir finden noch so unsere Prozesse, strukturieren auch relativ viel um, probieren Dinge auch einfach mal aus und mit einem sehr schnell wachsenden Thema ist natürlich auch immer so Kapazitätsplanung. Unsere Teams arbeiten häufig eben in Scrum-Prozessen. Wir haben aber natürlich auch Maintenance-Geschäft. Wir haben interne Themen, Urlaube, pipapo. Die Überlegung war, wie können wir das Problem schnell und einfach lösen? Auch hier hat Google eine Lösung für uns gehabt. Wir haben uns einfach eine Tabelle in Sheets aufgebaut. Ich habe mal so eine neutralisierte Variante davon mitgebracht. Wir haben einfach alle Mitarbeiter, freien Mitarbeiter, Abhängigkeiten dort abgebildet, können eintragen, wann ist wer im Urlaub, auf welche Projekte arbeiten die Kollegen aktuell und sehen damit für uns eben auch sehr gut, wie lang laufen Budgets, wie lang sind Projektlaufzeiten und wann müssen wir uns um Themen kümmern. Genau, Google Groups, muss ich ehrlich gestehen, ist so mit meine ungeliebteste App in der G Suite. Gefühlt hat die so den ältesten Stand, was alles angeht. Wir nutzen sie trotzdem mit dem einen oder anderen Kopfschmerz sehr gerne für E-Mail-Verteiler, also so die Klassiker, so Datenschutzadressen, Karriereadressen haben wir tatsächlich alles mit Groups abgebildet. Wir nutzen es immer dann, wenn die E-Mails dann zu mehreren Leuten laufen und die eigentlich, wenn überhaupt, dann darauf reagieren. Wenn wir tatsächlich auch Mails über ein Postfach rausschicken, haben wir einfach einen User angelegt und dann entsprechend halt Ticketing-Systeme oder halt aus Jira angebunden, die dann eben über das Postfach kommunizieren. Spannend ist auch so für uns das Thema projektbezogene Gruppen anzulegen, weil wir oft das Thema haben, Testsysteme, es muss mal eine Mail wirklich auch bis in einen Client durchlaufen,
So die ganzen Logging-Themen von Testsystemen etc., die laufen hier jeweils in Gruppen rein. Und jeder kann sich einstellen, will ich sofort benachrichtigt werden, einmal am Tag oder in welcher Kombination. Aber da kann Google noch ein bisschen mal schrauben. Ja, ein Tool, was ich tatsächlich auch auf dem Cloud Evening, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, es war auch in Frankfurt auf einer Veranstaltung kennengelernt hat, da bin ich auf Paul zugegangen, habe gesagt, wir haben das Thema, wir haben Verträge, wir haben immer wieder neue Kunden, neue Mitarbeiter, es gibt einfach so Themen, ich muss jedes Mal das Dokument kopieren, muss irgendwie den Namen eintragen oder habe vielleicht auch so Bausteine, die ich gern variieren möchte. Wir wollen jetzt nicht mit Browser-Plugins oder komischen Dingen arbeiten. Was gibt's denn da? Und dann sagt er, schaut euch mal UltraDocs an. An dem Abend war auch noch ein Kollege da, der sich ein bisschen damit auskannte. Ja, gesagt, getan. Wir haben es zu lieben gelernt. Das Schöne ist, mit UltraDocs hat man in dem Sinne die Möglichkeit, sich Automatisierungen auf seine G Suite draufzubauen. Wir machen damit zum Beispiel gerade testweise unsere kompletten Mitarbeiterverträge. Das heißt, ich erstelle mir ein klassisches Google Doc, das kriegt Platzhalter, schmeiße das in meinen Drive, connectet das hier in meinen UltraDocs. Dann haben wir Google Contacts, wo wir den Mitarbeiter einfach nur anlegen und können den kompletten Adressdatensatz da rausziehen, können auch sagen, was betrifft ihn von zum Beispiel Systemzugängen etc. und können dann hier automatisiert die ganzen Verträge generieren, kriegen sie raus. Man kann es dann noch so weit treiben, dass man eben auch das Ganze digital direkt unterschreiben lassen kann. Wir könnten sogar noch weitergehen und auch über Webhooks auf unseren ganzen Systemen die Accounts automatisch anlegen. Und spannend ist natürlich auch das Thema, wenn ein Mitarbeiter mal das Unternehmen verlässt, kommt halt auch vor, kann ich über den Weg auch sehr easy das Ganze wieder zurückfahren. Also für jeden, der so das Thema hat, wiederkehrende Dokumente mit doch etwas Varianz, kann ich UltraDocs auf jeden Fall sehr empfehlen. Für die Eingabe nicht verwundern lassen, das ist wirklich so dieser Workflow-Aufbau, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber wenn ich das Dokument später erstelle, habe ich einfach nur ein einfaches Formular. Die Daten, die ich brauche, werden abgefragt und der Rest läuft im Hintergrund. Ein Thema für uns ist auch, dadurch, dass wir als, ich sag mal, relativ kleines Team relativ große Projekte machen, haben wir jetzt nicht so den Mega-Sales-Funnel. Das heißt, für uns ist so das Thema CRM eher zweitrangig. Wir kennen unsere Kunden alle persönlich, wir kriegen die so gemanagt. Und da war für uns halt die Überlegung, wie kriegen wir es trotzdem hin, Kontakte zu sharen. Im Standard kann ich zwar irgendwie in Google Kontakt, also Adressbücher auch so ein bisschen teilen, aber das ist nicht so wirklich fancy und hängt wieder an der Person. Da ist Shared Contacts für uns eine gute Lösung gewesen. Wir haben eben so einen Service-Account, den wir zum Raussenden von E-Mails benutzen. Unter dem sind wir einfach hingegangen, haben verschiedene Gruppen angelegt. Ich kann Berechtigungen draufsetzen und kann dann eben entweder auf Teamebene oder auf einzelnen Personen sagen, darf derjenige in der Gruppe die Kontakte nur sehen, bearbeiten, löschen. Ist eine sehr schöne Möglichkeit, um eben so ein geshartes Adressbuch aufzubauen. Und daraus können wir dann eben auch wieder mit den Themen wie UltraDocs etc. Dokumente generieren. Genau, also diesen klassischen Sales Funnel haben wir bei uns einfach sehr spartanisch in Jira aufgebaut, einfach ein kleines Projekt und so haben wir halt eine schöne Kombination, dass wir uns nicht noch ein CRM ans Bein binden müssen. Großes Thema ist auch, ich habe es jetzt nicht als eigenen Slide mit rein, Google Mail ist klar, nutzen wir auch. Wir haben da im Team so ein bisschen gespaltene Meinungen. Ich bin jemand, der komplett alles von Google nur noch im Browser benutzt. Wir haben Kollegen, die hängen noch sehr an ihrem klassischen Mail-Client in den verschiedensten Varianten, aber spätestens beim Thema Suche bin ich in der Regel derjenige, der dann auch gewinnt. Ich finde alle Dokumente. Und der Weg von jeglichem ehemaligen Dienst, sei es IMAP, sei es IMAP-Postfächer, sei es Exchange-Postfächer, in die G Suite rein, ist wirklich super simpel, weil ich einfach hingehen kann über den Google Migration Assistant, suche ich mir raus, was, von wo möchte ich es rüberziehen, in welches Postfach soll es gehen und dann läuft das alles im Hintergrund automatisch. Also damit habe ich auch damals unseren kompletten Exchange rübergezogen in kurzer Zeit und das macht wirklich viel Spaß.
Ja, wir haben noch so, noch nicht alles der Google-Produkte vollends im Einsatz. Ich habe mal so ein bisschen noch so unsere Roadmap mitgebracht, was uns bewegt. Das ist halt auf jeden Fall der Ausbau, das Thema Drive. Gerade auch so mit den Funktionalitäten, dass ich eben auch mit der G Suite und also Google Docs, Google Sheets etc. auch offline arbeiten kann, ist das Schöne, dass ich nicht mehr auf eine klassische Office-Lösung angewiesen bin. Das heißt, wenn ich beim Kunden bin, will meine Präsentation halten, habe kein Internet, stört es mich nicht, ich kann trotzdem arbeiten oder wenn ich mir Dokumente anschauen will, ich kann sie teilweise auch lokal auf den Rechner synchronisieren über diesen Drive Sync, ähnlich wie Dropbox und Co. Das Thema Automatisierung werden wir definitiv ausbauen. Als Entwicklerbude sind wir extrem faul und alles, was wir automatisieren können, wollen wir automatisieren. Konferenzlösung ist im Moment für uns tatsächlich so der größte Painpoint. So, wenn wir direkt am Laptop sitzen, in der Direktkommunikation, passt das soweit ganz gut. Für unsere Konferenzräume suchen wir noch den heiligen Gral der Videokommunikation. Ohne Unsummen dafür auch auszugeben. Das kann ja schnell mal richtig spaßig teuer werden. Ja, und ansonsten wäre es tatsächlich auch soweit mal, wie wir damit arbeiten. Ich würde gerne einfach am Ende mal so in den offenen Dialog gehen. Wie sind Erfahrungen? Gibt es Fragen? Weil da jetzt groß irgendwo im Detail reinzugehen, ist wie gesagt immer so ein bisschen schwierig aufgrund unserer Daten. Deswegen würde ich einfach eine offene Runde einleiten mit Fragen, Ideen, dass wir uns da einfach gerne mal austauschen können. Ja, was ich noch aufgreifen wollte, ich weiß nicht, ob der Kollege noch da ist, der vorhin das Problem hatte mit den Berechtigungen und ehemaligen Kollegen. Ist raus, okay. Ah, nee, weil wir haben es nämlich tatsächlich, also wir hatten das auch. Wir haben in dem Sinne einfach die Benutzer gelöscht und ich als Administrator habe mir die Dokumente zuschieben lassen und kann sie dann eben von da relativ easy dann auch ins Team Drive rüberlegen. Also haben wir dann das Problem gelöst, dass nur bei einzelnen vorhandenen Dokumenten auch wieder für alle verfügbar werden. Ja. Was ich festgestellt hatte, dazu passend, wir haben bei Cybert Media offensichtlich auch ein Team Drive, das gesperrt ist, das Archiv heißt, wo quasi Sachen von Leuten, die nicht mehr da sind oder an denen auch nichts mehr geändert werden soll, weil sie Rechnungen aus dem vergangenen Jahr sind, hingeschoben werden. Und das ist von der Berechtigung so aufgebaut, dass die Mitarbeiter alle nur Leserechte drauf haben. Ja. Und dann kann man das zwar finden und auch angucken, aber nichts mehr dran ändern. Das ist auch ganz praktisch. Genau, also das ist halt auch ein Riesenvorteil, dass ich wirklich sehr feingranular so Einstellungen machen kann. Also wir haben auch viele Dokumente, wo wir halt sagen, nur bestimmte Personen dürfen dran arbeiten, aber wir pflegen eine sehr offene und transparente Kommunikation im Unternehmen und damit darf das ganze Team schauen und gucken, was steht denn da drin, was passiert. Das ist auf jeden Fall auch sehr nett, das wirklich schon auf Team-Drive-Ebene einrichten zu können, dass wenn ich die Dokumente reinlege, die Berechtigungen halt auch gleich da sind. Vielleicht noch kurz was zu sagen. Es gibt durchaus mal Interessenten, die dann sagen, oh, um Gottes Willen, aber bin ich da nicht abgeschnitten von der Außenwelt? Und du hast es ja auch mit angedeutet, mit Kollaboration auch mit der Office Suite von Microsoft dann, gerade auch was Kundenprojekte oder so angeht, wie vielleicht da eure Erfahrungen so sind oder wie ihr das einfach handelt. Genau, also bei uns ist die Erfahrung wirklich sehr gut, einfach dadurch, dass diese Kompatibilität mit Office-Dokumenten so hoch ist, können wir die Themen einfach bei uns in die Cloud reinschmeißen. In der Regel haben wir tatsächlich auch einen Grundsatz, dass wir uns die Kunden aussuchen und nur mit Kunden arbeiten, die auch einen modernen Weg gehen. Das heißt, wenn wir einen Konzern haben, der partout sagt, bei uns gibt es nur in Deutschland gehostet, hier wird nichts geteilt und geshared, dann kommen wir halt auch nicht zusammen. Das heißt, unsere Kunden sind auch für so Lösungen wirklich affin und zu begeistern. Und das Schöne ist, dass wir eben, wenn Sie mit diesem klassischen Ansatz zu uns kommen, einfach sagen, hier, lass uns das doch mal ausprobieren. Wir nehmen dein Dokument, schmeißen das mal bei uns ins Google rein, geben es dir frei. Lass uns doch da mehr zusammenarbeiten. Und gerade bei sehr abstimmungsintensiven Thematiken ist das sehr, sehr spannend. Wir hatten ein Projekt, da ging es um Lokalisierungen
in 27 Sprachen, komplett international in jedem Land, verschiedene Sprachkombinationen. Und das konnten wir auch sehr simpel lösen, indem wir halt einfach gesagt haben, wir machen einen Google Sheet auf, fangen an, die verschiedenen Möglichkeiten, Kombinationen mit den jeweiligen Dependancen auszuarbeiten, welche Sprachen wollen sie haben, etc. Und das ist eben das, wo ich einen riesen Vorteil sehe, dass ich den Leuten sehr schnellen Zugang geben kann. Und wer in Excel einen Word bedienen kann, der kommt auch rudimentär mit Docs und Sheets auf jeden Fall zurecht. Und auch so Themen wie eine API. Also wir hatten tatsächlich einen oder haben oft Kunden, wenn es so Datenthemen sind, die halt sehr Excel-getrieben sind, haben wir da sogar schon in Testversuchen mal ausprobiert, dem Kunden ein Google Sheet zu geben, dass er wie gewohnt arbeiten kann und wir greifen uns die Daten hinten dran über eine API für die Applikation dann ab. Also das hat man sehr viele schöne Möglichkeiten zu spielen. Cool, dann vielen Dank dir, Tobias.